Im Reigen der Neujahrsempfänge in Mecklenburg-Vorpommern ist der des Ministerpräsidenten wohl der begehrteste. 500 ausgewählte Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen erhielten dieses Jahr eine Einladung in die Rostocker Hochschule für Musik und Theater. Mit von der Partie die frisch gebackene Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Ich bin ja auch noch in Schwerin, ich lebe dort mit meiner Familie, das wird auch so bleiben. Ich bin heute hier auf dem Neujahrsempfang unseres Landes. Ich werde weiterhin aktiv in Mecklenburg-Vorpommern sein und die Dinge, die hier die Menschen bewegen, natürlich nach Berlin bringen. Und in Berlin fühle ich mich wohl, der Einstieg war gut und ich bin gespannt auf das neue Jahr und möchte natürlich jetzt anpacken, die vielen Dinge, die wir auf den Weg bringen wollen, dann auch auf den Weg zu bringen. In seiner Rede zeigte sich Ministerpräsident Erwin Sellering stolz auf das Erreichte. Erstmals nach der Wende hätte das Land im Jahr 2013 mehr Zuzug von Menschen als Wegzug zu verzeichnen. Die wirtschaftliche Entwicklung im Land gehe gut voran. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des Rückgangs der EU- und Bundesförderungen müsse hier mit vereinten Kräften gearbeitet werden. Das Wirtschaftswachstum ist mit entscheidend. Wir haben eine gut aufgebaute Infrastruktur. Wir haben mittlerweile gut ausgebaute Gewerbegebiete. Wir haben Invested in Form. Wir gehen auf Messen. Wir werben für das Land Mecklenburg-Vorpommern und versuchen, weitere Unternehmen nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Und andererseits geht es darum, die Pflege von Unternehmen voranzubringen. Der Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten dient auch der Ehrung und Stärkung des Ehrenamtes. In Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich rund 500.000 Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Keine Frage, eine Säule des gesellschaftlichen Lebens in unserem Land, das Auszeichnung verdient, so Erwin Sellering. Ilse Henning aus Anklam erhielt den Orden des Landes für Integrationsarbeit mit Flüchtlingen. Brigitte Peto aus Neubuko wurde für ihr seniorenpolitisches Engagement geehrt. Und Christine Schulz aus Dechow erhielt den Orden für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Erhaltung historischer Bausubstanz auf dem Lande. In ihrer Dankesrede forderte Christine Schulz ein Umdenken an den Schulen des Landes. Gerade die Kinder sollten stärker an ehrenamtliche Aktivitäten herangeführt werden. Letztlich dient so ein Neujahrsempfang auch dem geselligen Austausch. Städte und Kreise starten mit ehrgeizigen Zielen ins neue Jahr. Große Priorität hat die Haushaltskonsolidierung. Da sind wir weiterhin im Gespräch mit dem Land, werden mit dem Land eine entsprechende Konsolidierungsvereinbarung unterzeichnen. Dann haben wir das große spannende Thema Windenergie vor uns. Wir haben die neue Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs auf der Tagesordnung. Also wir brauchen eine klare Ansage des Landes im positiven Sinne. Wir sind Landeshauptstadt, wir sind klein, wir sind fein, wir sind auf dem richtigen Weg. Dass wir auch weiterhin die Unterstützung des Landes bekommen, vor allen Dingen über die Fördermittel. Herr Minister Glawe steht gerade hinter mir. Wir können nur sagen, im wirtschaftlichen Bereich, im städtebaulichen Bereich läuft das super. Aber das allein wird nicht reichen. Ich möchte, dass die Landesregierung sich zur Hauptstadt bekennt. Wir brauchen, um solider auf den Füßen zu stehen, mehr finanzielle Unterstützung als Landeshauptstadt. Und da ist 2014 ein gutes Jahr, um darüber gemeinsam reden zu können. Eine wichtige Aufgabe im Land konnte bisher noch nicht bewältigt werden. Die Fusion der Wirtschaftskammern und damit die Bündelung der wirtschaftlichen Kräfte im Land. Genügend Themen gibt es natürlich trotzdem. Also eins unserer großen Themen ist natürlich die Ansiedlung, aber dann ist ein weiteres großes Thema ist Versorgung sozusagen mit Fachkräften. Wir haben ja einen riesigen Fachkräftemangel und wir wissen heute schon fast nicht mehr, wie die Stellen, die jetzt neu geschaffen werden, bei uns besetzen können. Das sind so die Schwerpunktthemen. Dann natürlich das Thema Ernährungswirtschaft ist auch ganz vorne, ganz, ganz weit vorne bei uns. Genügend Themen hat auch Manuela Schwesig mit nach Berlin genommen. Als Bundesfamilienministerin kann sie auf ihre Erfahrung als Sozialministerin in Schwerin zurückgreifen. Gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern habe ich gesehen, wie wichtig es ist, dass Menschen für ihre harte Arbeit guten Lohn bekommen. Deswegen bin ich froh, wenn jetzt der Mindestlohn kommt. Ich weiß, wie wichtig es ist, die Armut zu bekämpfen, gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, zum Beispiel gute Kitas und Ganztagsschulen zu haben. Da können wir uns hier im Land MV sehen lassen. Und das ist das, was ich natürlich auf Bundesebene voranbringen will. Also man kann auch aus MV lernen. Das neue Jahr hat längst begonnen. Die Themen sind auch in Mecklenburg-Vorpommern gesetzt. Jetzt geht es an die Umsetzung.